Ja, hey, Hauke Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt, beziehen von Leseschatz. Was ich an guten Büchern und Literatur so mag, sind es, dass wir einfach neue Menschen kennenlernen können, aber auch die Welt bereisen können. Das heißt, durch Bücher, Literatur habe ich die Möglichkeit, wirklich Länder zu bereisen, die ich vorher nicht kannte. Ich habe jetzt einfach Bücher spontan herausgegriffen aus Dänemark. Also nicht ganz so weit, wie jetzt groß angekündigt. Ich habe es einmal spontan gemacht, weil ich finde, dass die dänische Literatur irgendwie nicht ganz so angenommen wird, beziehungsweise noch nicht so gelesen wird, wie es eigentlich gelesen gehört, finde ich. Weil es gibt großartige Autoren, zum Beispiel auch aktuelle Krimis, die ja auch viel in Kopenhagen oder in Dänemark spielen, sind dabei, wie zum Beispiel von Katrine Engberg, die ich ja auch demnächst gleich hier vorstellen werde, die ich auch schon mal beim Leseschatz TV sowie auch im Leseschatz besprochen hatte. Wir haben sie auch kennenlernen dürfen in Kopenhagen. Dafür auch nochmal ein großes Dankeschön an den Diogenes Verlag, der uns den Kontakt vermittelt hat. Ich fange mal an, der Gugolz Verlag hat es hier gleich zweimal vertreten, gleich in diesem Film. Hier wird getanzt von Heinesen, ein Autor, der die färöischen Inseln im Vordergrund stellt, also dementsprechend zweisprachig aufgewachsen ist und dementsprechend aber eher auf Dänisch immer schreibt. Das sind Geschichten, Erzählungen, das heißt Kurzgeschichten. Dafür nochmal vorweg gesagt, Kurzgeschichten, finde ich, machen mir unglaublich viel Spaß, weil man einfach schnell auch was konsumieren kann, literarisch herausgefordert wird. Und ich finde es ein bisschen paradox, weil viele Menschen sagen mir hier in der Buchhandlung, ja, so dicke Bücher schaffe ich ja gar nicht, ich schaffe gar nicht zu lesen, habe nicht so viel Zeit, aber Kurzgeschichten finde ich doof. Das finde ich ein Widerspruch, deswegen nochmal mein Herzblut, bitte Kurzgeschichten nicht gleich ad acta legen. Es gibt tolle Sammlungen und zum Beispiel Hier wird getanzt ist eine Sammlung von den bedeutendsten Geschichten von Heinesen, aus dem Dänischen übersetzt von Inga Meinecke. Das sind Geschichten, die eigentlich den ganzen Kosmos der Menschheit beschreiben können. Sehr reduziert, als auf den färöischen Inseln gespielt, hat auch immer wieder biografischen Bezug. Das ist ein sehr, sehr stiller, sind sehr, sehr stille Texte, die wie gesagt immer auch Biografisches zeigen, aber auch das Leben, das karge Leben auch darstellen können und auch das Moderne gegenüber den Althergebrachten gegenüberstellt. Also mein Lesetipp, Hier wird getanzt, großartige Sammlung. Wenn man dänische Literatur kennenlernen möchte, ein bisschen antike Literatur kennenlernen möchte, sei Hier wird getanzt eine großartige Wahl. Ebenso hat im selben Verlag ist herausgekommen, Himmerlandsvolk, hatte ich schon mal vorgestellt, auch nochmal Kurzgeschichten, die auch eigentlich das Landleben zeigen. Es kommt drin vor, Märkte, Dorfgemeinschaften, ein Knecht zum Beispiel, der zu Weihnachten nochmal einen Auftrag bekommt. Es wird rückblickend erzählt von einer Frau, die auf ihr Leben schaut und nochmal alles Revue passieren lässt. Aber ich finde, in dieser Sammlung Himmerlandsfang von Jensen ist die perfekteste Kurzgeschichte drin. Die, finde ich, sollte an Schulen gelesen werden, die sollte jeder lesen, weil die ist dramaturgisch, die ist toll geschrieben, die ist literarisch umwerfend und sie ist vom ersten Satz, zum ersten Wort bis zum letzten Wort perfekt durchgearbeitet. Das heißt, es ist eine Geschichte von einem, spielt in einer Gastwirtschaft, wo Menschen halt einkehren und der Gastwirt sie bittet, ruhiger zu sein, weil seine kranke Tochter im Zimmer schlafen möchte oder beziehungsweise Ruhe benötigt und die ihre Welt nur durch das kleine Fenster wahrnimmt. Und als die Männer dann weiterziehen, das sind Soldaten, und es kommt zu einer Reiberei, beziehungsweise es kommt auch zu einem Eklat, das heißt, es endet nicht ganz blutleer, merkt man die Verbindung zwischen diesen beiden, das heißt von den Sterbenden sowie auch diesem Mädchen. Eine Geschichte, die so unter die Haut geht, dass sie bei mir immer noch im Kopf drin ist und auch lange dort verweilen wird. Und ich finde, das ist die für mich, so wie auch Herr Weidle vom Weidle Verlag das da gesagt hat, die perfekte Kurzgeschichte überhaupt. Erwähnt hatte ich ja auch Katrine Engberg schon. Das ist eine dänische Autorin, beziehungsweise Schauspielerin, Tänzerin. Sie hat eine Krimi-Reihe geschrieben, die in Kopenhagen spielt. Blutmond ist der zweite Fall. Hat ja schon angefangen mit der Krokodilwächter, großartige Krimi-Reihe. Jeppe und Annette ist das ermittelnde Team. Krokodilwächter fand ich schon, hat mich schon sehr, sehr begeistert. Blutmond fand ich sogar noch einen Ticken besser. Will jetzt aber nicht Krokodilwächter schmälern. Es spielt
halt auch wieder in Kopenhagen. Jeppe und Annette werden hier gefordert, weil es findet eine Modemesse, Festlichkeiten in Kopenhagen statt. Und eines kalten Januarmorgens wird ein Mann tot aufgefunden. Er war auf diesen Festlichkeiten, er wird brutal ermordet. Er hat einen Drink zu sich genommen, im wahrsten Sinne des Wortes einen tödlichen Cocktail, der ja mit Rohrreiniger verlängert worden ist. Das heißt, er ist vergiftet worden. Einer auf dieser Gästeliste bei diesen Feierlichkeiten ist der beste Freund von den einen Ermittler. Dementsprechend dreht sich alles nochmal um die eigene Achse und es ist einfach, die Modewelt wird auseinandergenommen, das Leben in Kopenhagen. Also ich bin totaler Fan von dieser Reihe. Kann man alles nochmal nachlesen bei mir im Blog Leseschatz. Auch nochmal eine wichtige dänische Autorin, Helle Helle, wenn du magst. Hatte ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Helle Helle ist eine tolle dänische Autorin, die mich mit ihren tollen Texten immer wieder abholt. Wenn du magst, finde ich bis jetzt immer noch ihr Roman, der mich irgendwie am meisten beeindruckt hat, handelt von einem Mann, der auf einem Seminar ist und halt auch abends nochmal laufen gehen möchte, was er lange nicht mehr getan hat. Er sich Sportschuhe kauft, dann auch ein falsches Paar, er geht ja trotzdem mitlaufen und verläuft sich in den Wald, trifft eine Frau, die sich ebenfalls im Wald verlaufen hat und sie sind beide gezwungen, eine Nacht im Wald zu verbringen, weil sie nicht mehr rausfinden, das Wetter schlägt um, sie finden zum Glück eine Hütte und diese Gespräche sind es, die sie halt dort führen, dieses sich kennenlernen, aber auch gleichzeitig das nächsten Morgen, wie sie wieder auseinandergehen, sind sie vielleicht andere Menschen geworden. Wenn du magst, eine großartige Erzählung von Helle Helle. Das sind meine jetzt spontan gegriffenen Tipps für dänische Literatur, weil ich finde, die sollte doch mehr gelesen werden. Und wie gesagt, nochmal die perfekte Kurzgeschichte, wenn man mag, Himmerlandsvolk ist hier drin zu finden. Ich wünsche dir viel Spaß, erlesene Stunden. Bis bald, Hauke Harder von der Buchhandlung Eilschmidt. Bis zum Leseschatz. Farewell!